Zimt. Ich darf ja nur alleine die Milch trinken. Wir machen die auch schon in der Nase. Ja. Oh, riecht das gut. Mehr Schoko ist mehr Schoko. Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zur DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einem super, super leckeren Video. Genau, heute gibt es leckere Herbstrezepte, alles ganz einfache Sachen zum Nachmachen. Mit Äpfeln, mit Zimt, es wird richtig gemütlich. Es gibt auch was zu trinken und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß bei den 5 Rezepten und los geht's mit Nummer 1. Ja, das erste Rezept, da bist du, sind super einfache, leckere Apfelmuffins. Und dafür benutzen wir einfach so einen Sonntagsbrötchenteig. Genau. Und wir benutzen hier das Muffinblech und da habe ich schon mal so Silikonförmchen mit reingetan. Das sind mega, mega praktisch. So, ich schneide gerade die Äpfel klein. Wir schneiden kleine Stücke. Wir machen die Schale nicht ab. Die bleibt dran. Genau, und aber natürlich das Innere schneiden wir so ein bisschen raus. Und wir haben sie schon gewaschen. Genau, das haben wir auch schon gemacht. Ja. Und ich schneide mir schon mal diese Sonntagsbrötchen. Die werden nämlich auch klein geschnitten. Da sind sie. Das sind übrigens 8 Stück. Das heißt, wir kriegen auch wahrscheinlich so 8 Muffins hin, ne? Ja. Oder vielleicht sogar ein bisschen. Ich wollte eigentlich 12 machen. Okay. Deswegen haben wir 3 Äpfel. Also ich schneide das einfach so in Spalten und dann nochmal genau, in kleine Stückchen. Ich hole mir mal eben ein Brettchen hier raus. Kathi rutscht ein bisschen rum. Dann komme ich mit meinem Brötchen klein, schneide Brettchen hier zu. Ich schneide jedes Brötchen in 8 kleine Teile. Dann kommt es hier in die Schüssel. Man kann natürlich auch ein bisschen variieren so mit den Äpfeln. Man könnte jetzt auch ein bisschen mehr oder weniger nehmen oder vielleicht auch verschiedene Apfelsorten. Oder Rosinen noch dazu tun. Genau, Rosinen noch dazu tun. Also, oder einfach, wenn man Äpfel noch da hat, die vielleicht auch schon so ein bisschen schrumpelig aussehen, die eignen sich natürlich auch immer noch super für sowas zum Backen. Ne? So für Apfelkuchen ist das überhaupt nicht schlimm, wenn die vielleicht so kleine braune Stellen oder so haben. Das kann man problemlos entweder wegschneiden oder dranlassen, wie man mag. Aber schrumpelig ist überhaupt kein Problem. So. Die erste Apfel ist in 100 kleine Stückchen. Ja. Und das erste Brötchen auch. So, wir haben das jetzt schön klein geschnitten. Also haben wir jetzt hier Brötchenstückchen, Brötchenteigstückchen und Apfelstückchen. Und dazu kommt jetzt Zucker und Zimt. Genau. Beim Zimt könnt ihr natürlich auch so ein bisschen variieren, wie viel Zimt ihr mögt. Ich gebe einfach auch mal so genau. Zucker würde ich so 2-3 Esslöffel reintun. Ja, das war jetzt schon so ein bisschen mehr als 2. Genau. Und dann schön mixen. Oh, es riecht direkt so gut. Ja, es wird direkt. Also ich mag ja den Geruch von Zimt. Ja. Zimt, Zucker, Äpfel, ein bisschen Teig. Und hier sind jetzt wirklich fast mehr Äpfel drin als Teig. Ich bin mal gespannt, wie die Muffins, wir haben sie ja Muffins eben genannt. Das ist ja so ein bisschen eine Muffin-Variante. Mir ist das rausgefallen. Ich würde das vorher mal probieren. Probier das einfach mal. So, ich glaube, das ist alles ganz gut verteilt. Hier kommt das Muffinblech. Genau, das Muffinblech. Und davon haben wir die Kelle hier. Ja. Und löffeln einfach ein bisschen was rein, ne? Ja. So. Schön verteilen. Ich mache erstmal über ein bisschen. So, wir haben den Backofen auf 180 Grad Heißluft vorgeheizt. Und jetzt kommen die Muffins für 20 Minuten in den Ofen. Bis gleich. Rezept Nummer 2. Es gibt ein leckeres Getränk. Und zwar gibt es Ingwertee mit Milch und Zimt. Genau, es ist eigentlich gar nicht richtiger Tee oder ich weiß nicht, wie man Tee unbedingt definiert. Ist Tee nicht immer mit heißem Wasser eigentlich gemacht? Eigentlich schon. Aber wir sind heute keine Tee-Experten. Genau, wir benutzen heute kein heißes Wasser, sondern heiße Milch. Und zwar tatsächlich auch vegane Milch bzw. Not Milk, also keine Milch. Genau, wir benutzen aber dafür Honig, Bienenhonig, also vegan ist es nicht. Nein. Aber ihr könnt natürlich auch Agavendicksaft benutzen. Richtig, zum oder süßen. Zum süßen Zucker benutzen, genau. Wie ihr so mögt. Könnt ihr variieren, wie ihr möchtet. Das Wichtige ist, es ist Ingwer und Zimt drin und ihr braucht eine Milch- oder Milchalternativen-Grundlage. Und als erstes geben wir einmal einen Becher voll Milch in unseren Topf und machen oder warm. Zwei für jeden von uns. Ja, das ist natürlich besser. Sorry. Ich darf nur alleine die Milch trinken. Kathi möchte auch eine Milch haben. Zwei schöne Tassen.
Genau, das finde ich, sieht auch immer so cool aus. In so Glasbehältern. So. Genau, das jetzt einfach direkt einmal rüberschütten, ne? Mhm. Also ich zeige euch mal den Topf. Ich glaube, den könnt man jetzt gar nicht sehen. So, ein Becher. Und noch einen Becher. Und ab auf den Herd. Und ich mache ihn auch an. Genau, ich öffne gerade schon mal hier unseren Ingwertee. So, das sind Teebeutel. Und ich glaube, ein Teebeutel reicht uns. Ne? Das muss ja nur so eine Ingwernote bekommen. Ja. Wobei, mach ruhig zwei. Oh, riech mal. Riecht auf jeden Fall schon sehr stark. Ja, ja, komm, wir machen wir zwei. Wir machen zwei. Oh, wir machen ja schon in der Nase. Ja. So, die Milch ist heiß. Mhm. Und die Teebeutel haben jetzt auch 5 Minuten gezogen. Bei der Milch natürlich immer gut aufpassen, dass sie nicht überkocht. Die brennt auch super schnell an. Ne? Muss man immer ich vorsichtig sein. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Honig dazu. Ne? Und ich tue mal die Teebeutel weg. Da natürlich auch ein bisschen nach Geschmack. Ich habe jetzt erstmal so ein bisschen Honig reingetan und ein bisschen Zimt kommt jetzt auch noch dazu. Aber wenn ihr es etwas süßer mögt oder sehr, sehr gerne Zimt mögt, dann könnt ihr da natürlich auch ein bisschen mehr dazu geben. So, eine schöne Prise Zimt. Auch riecht das gut. Ich habe jetzt 3 Prisen Zimt reingemacht. Wir mögen nämlich Zimt sehr, sehr gerne. So, gut einrühren. Und es kommt wieder in die Gläser. Soll ich das hier vielleicht... Ja, ja. Dass es nicht alles auf dem Tisch landet. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Und da würde ich sagen, machen wir auch direkt einen kleinen Live-Test. Ne? Mhm. Oh, das ist so lecker. Irgendwie war was ganz anderes, ne? Ich kann jetzt gar nicht sagen. Also ich habe jetzt Ingwer nicht direkt rausgeschmeckt. Doch, es hat so eine ganz angenehme Schärfe. Ja. Aber sehr, sehr mild. Also ich hätte erwartet, dass es noch intensiver schmeckt. Gut, dass wir 2 reingetan haben. Es erinnert mich irgendwie an was, aber ich kann nicht genau sagen. Ein bisschen an Chai-Tee, finde ich. Mhm. Und für meinen Geschmack könnte sogar noch ein bisschen mehr Honig rein, oder? Ja, nee, ich finde es eigentlich ganz gut so. Es ist nicht so süß. Wie ich schon eben gesagt habe, einer mag es so, lieber einer so. Aber auf jeden super Fall einfach gemacht. Mega, ne? Mega lecker und ein super schönes Herbstgetränk. Und sehr heiß gerade noch. Mhm. Idee Nummer 3. Und es geht wieder um Äpfel und um Schokolade. Wir ummanteln Apfelspalten mit Schokolade und dekorieren sie mit Walnüssen. Und stecken sie auf einen Schaschlikspieß, so ein bisschen wie so ein Lolli, aber in etwas gesünder. Mhm. Und es gibt Walnüsse dazu. Mhm. So, ich schneide das mal nicht. Genau, wir haben uns das so überlegt. Wir schneiden so Spalten. So. Und da in der Mitte ist ja das Kerngehäuse. Und das werden wir mit so einem... Das ist eigentlich, glaube ich, so eine Tülle oder so. Das ist eigentlich so eine Tülle. Aber damit stampfen wir das einmal aus. Der ist ein bisschen dünn geworden. Oh nein. Das wollte ich nicht. So, der ist schöner. So sieht es bei mir jetzt aus. Sehr schön, oder? Sehr gut. Gut, und da stecke ich jetzt einfach schon mal ein Holzspieß rein. Ich habe eine Idee. Wir könnten noch die Walnuss hier versuchen, in der Mitte zu machen. Oh ja, das ist sehr, sehr cool. Ist hier leider jeweils so eine kleine Ecke rausschneiden. Ist ein bisschen braun, der Apfel. Versuch doch mal hier, so eine Walnuss in die Mitte zu machen. Ich bräuchte einmal einen Schaschlikspieß. Oh, die Walnuss könnte sein, dass sie zerbricht. Aber ich mache die schon mal so und dann können wir ja gleich noch ein paar mehr dazu dekorieren. So sieht es bisher aus. Und jetzt schmelzen wir mal schnell noch die Schokoglasur. Oh, das bei dir sieht aber auch sehr schön jetzt aus. Ja, ich musste da ein bisschen... Vielleicht kannst du auch mehrere von diesen dünnen aufspießen, ne? Mhm. So zusammen so. Ja. Dann mache ich das schon heiß. Mhm. Ja. So, die Schokolade ist eingeschmolzen. Mhm. Wir haben uns das schon ein bisschen hier vorbereitet. Die schönen Apfelstückchen und die Walnüsse. Ja. Dann kann man direkt ein bisschen dekorieren. Und natürlich Backpapier drunter legen oder so eine Backmatte, wie wir es jetzt hier haben, damit ihr nicht die ganze Schoko auf dem Tisch habt. Oder wenn ihr es auf dem Teller macht, dass es euch dann festklebt. Das passiert bei Schoko auch sehr, sehr gerne. Oh, du bist sehr großzügig mit der Schokolade. Ja, mehr Schoko ist mehr Schoko. Dann bin ich auch noch ein bisschen mutiger. Mhm. So, ich lasse meins jetzt erstmal so ein bisschen antrocknen. Ja, bei mir ist schon die erste Walnuss abgefallen, weil ich habe es direkt von der anderen Seite auch noch. Bei Kathi gibt es dafür Schoko auf beiden Seiten.
verteile das hier gerade mal so ein bisschen drin. Ja, wenn das gleich, wenn man da gleich reinbeißen kann. Ja. Ihr seht zwei verschiedene Methoden. Ich lasse meins jetzt erstmal trocknen. Und bei dir haben wir gleich auf jeden Fall noch mehr Schokowalnüsse. Ja. Ich werde gleich noch ein paar Walnüsse hier draufkleben. Ja. Ich habe die Drehtechnik. Und mit der übrigen Schoko machen wir gleich natürlich noch ein paar mehr Äpfel. Und mit der Schokolade, die hier runtergeflossen ist, das ist ja das Praktische auf dieser Backmatte. Ja. Die können wir hinterher wieder ablösen, nochmal neu einschmelzen oder einfach so essen. Oder noch ein paar weitere Walnüsse mit Schokolade überziehen. Als nächstes gibt es ein weiteres super leckeres Getränk. Wir sind übrigens schon bei Rezept Nummer 4 angekommen. Und zwar gibt es ein Zimtschnecken-Smoothie. Mhm. Smoothie! Ist ein bisschen so ein Frühstücksdrink, ne? Mhm. Genau, dafür haben wir hier schon mal eine Banane reingetan. Kann ruhig eine ganz reife Banane sein. Richtig, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich breche die nochmal durch, damit auch ein bisschen mehr Platz ist. Ah. Dann kommen hier 4 Esslöffel Haferflocken dabei. Schon drin. 250 ml Milch. Mhm. Und natürlich Zimt. Das darf bei einem Zimtschnecken-Smoothie natürlich nicht fehlen. Ungefähr ein halber Teelöffel. Oh, das war ein bisschen viel. Passt es. Den Rest gebe ich da mal wieder und rein. Und einen halben Teelöffel Honig noch, ne? Genau. Bitteschön. So. Ich kratze ihn ab mit dem anderen Löffel. Dann geht er da dran. So, geh da rein. Geh da rein. So. Und dann wird das alles natürlich gut gemixt. Und es wird probiert. Ich habe schon einen Strohhalm hier. Genau, ich gebe das Ganze jetzt mal rüber in ein großes Glas. Also reicht eigentlich komplett für ein großes Glas. Mhm. Das ist ja, glaube ich, so ein 250 ml yeah. Glas. Blau oder Regenbogen? Das ist mir egal. Blau. Danke. Bitteschön. Oh. Schmeckt mega gut. Richtig schön herbstlich. Ja. Und nach Zimt. Nach Zimt, ja. Aber ja doch, Zimtschnecken. Ja. Es hat so ein bisschen was Teigiges bisschen, durch, ne? Die, ja, durch die Haferflocken. Es ist auch richtig gut von der Konsistenz. Schmeckt wirklich ein bisschen, als hätte man eine Zimtschnecke in Milch püriert. Ja. Sehr lecker und super einfach gemacht am Morgen. Ja, und es, genau, es ist schön für den Morgen mit Banane, Haferflocken, eigentlich wie so ein Müsli, ne? Sehr lecker. Rezept Nummer 5. Und es gibt wieder was Leckeres aus dem Ofen. Und zwar haben wir dieses Mal als Basis diese Hörnchen. Da sind 6 Stück drin. Und es wird auch 6 Hörnchen geben. Genau, wieder ein sehr unkompliziertes Rezept. Wenn ihr natürlich so Teig selber machen wollt, das geht natürlich auch an. Natürlich. Ne? Aber wir machen die Variante, die sehr schnelle und schöne Variante genau. Hier. So, hier sind die Hörnchen. Apfelspalten haben wir schon mal da. Und Zimt. Ja. So, hier sind sie. Die nehmen wir auseinander. Das sind immer diese Teigdreiecke. Wir haben den jetzt nicht gerade direkt aus dem Kühlschrank genommen, sondern hatten den gerade hier schon ein bisschen stehen. So, den Rest nehmen wir gleich. So, dann überall erstmal Zimt drüber, ne? Ja. Zimt und Zucker drauf. Man kann sich vorher natürlich aus einer Mischung fertig machen mit Zimt und Zucker. Wir machen es jetzt einzeln drauf. Genau, ich nehme schon mal eine Apfelspalte. Und die legen wir hier an die breitere Stelle. Und ein kleiner Tipp noch von mir, man kann natürlich mit dem Apfel das Ganze jetzt noch mal so ein bisschen hier verteilen. Dann ist an dem Apfel ein bisschen mehr dran und es ist professionelle Verteilung. Gut verteilt. Genau, dann an der breiten Stelle den Apfel hinlegen und anfangen, das Ganze um den Apfel rumzurollen. Das werden solche leckeren Apfelhörnchen. Und ruckzuck haben wir dann hier auch wieder mehr Platz und können noch 2 machen. Ich verteile das Ganze wieder mit meiner Apfelspalte. Dieses hat irgendwie einen einzelnen langen Zipfel. Lege ich mal hier so vor. So, und dann kommen die auch in den Ofen. Ungefähr für eine Viertelstunde. Und auch 180 Grad. Genau. Mittlerweile sind unsere Apfelkuchen-Muffins fertig. Mhm. Wir haben gerade schon gesagt, könnte sein, dass die nicht ganz so gut hier rausgehen. Wir probieren es mal so ein bisschen. Na doch. Ist natürlich dadurch, dass es viel Apfel ist und auch gerade noch ein bisschen heiß ist, ein bisschen schwierig. Man kann es natürlich auch einfach rauslöffeln. Deswegen, wir haben ja diese kleinen Förmchen. Warte, ich gebe dir einfach mal eine Kuchengabel. Danke. Und dann kann man hier einfach mal so ein bisschen was kosten.
Lecker. Schmeckt wie Bratapfel, so ne? Ja. Wirklich wie Bratapfel. Und wirklich mega schön nach Zimt, Zucker, ganz, ganz viele Äpfel. Sehr saftig auch so, ne? Super, super gut. Und sehr, sehr heiß. Mhm. Und mit dem Teig zusammen auch. Ja. Dann sind hoffentlich auch gleich unsere Apfel-Croissants fertig. Hier ist eine Zuckerwolke. Wir haben jetzt hier noch Puderzucker drüber gemacht über die kleinen Hörnchen und die sehen so lecker aus. Ja. Wollen wir mal probieren? Wir wollen auf jeden Fall probieren. Ich schnapp mir mal eins. Nehmen wir mal das hier. Das sind nicht die Croissants, sondern die Butterhörnchen, ne? Mhm. Weil die Croissants vom Teig genauso aussehen, ne? Mhm. Also vom Prinzip funktionieren die auch so und es ist halt wirklich, der Apfel ist so ein bisschen zerlaufen innen, also ist ein bisschen Apfelsaft rausgekommen. Es ist richtig, richtig heiß. Und es ist mega lecker. Ja, sehr, sehr süß. Mhm. Aber eine super schnelle, auch eine Apfelkuchen-Variante eigentlich. Ja, aber ich kann es mir auch schön vorstellen bei so einem winterlichen Frühstück, dass man dann, nachdem man vielleicht schon so ein bisschen was anderes gegessen hat, dann noch so hinterher so ein kleines süßes Croissant ist. Mega, mega gut. Und eben auch richtig, richtig schön warm. Und ich glaube, durch die Äpfel bleiben die auch eine Zeit lang warm. Also die halten ja, so Äpfel halten ja Wärme auch immer sehr, sehr gut. Sehr, sehr lecker. Oh. Ja, das waren unsere fünf Herbstideen. Leckere Kuchen Getränke. Und auch ein bisschen Frühstück war auch dabei. Der Smoothie geht super gut zum Frühstück. Und die Hörnchen natürlich auch. Die haben wir hier auch gerade noch stehen. Die sind mega, mega lecker. Kathi, war ein Highlight für dich dabei? Oder hast du ein Highlight von den Also fünf? Ich fand richtig, richtig lecker diese Apfelkuchen-Muffins. Die sind zwar so ein bisschen auseinandergefallen, aber vom Geschmack fand ich die so lecker. So Apfel, Zucker, Zimt, dann so ein bisschen dieses Teigige. Das fand ich, das schmeckte mir am besten. Und vom Optischen fand ich die halt mega cool. Die sind super. Ich muss auch sagen, ich mochte den Smoothie sehr, sehr gerne. Mhm. Er hatte eine richtig, richtig gute Konsistenz und hat tatsächlich so einfach geschmeckt wie Zimtschnecken. Super, super gut. Und wir hoffen natürlich, es hat euch auch gefallen und Spaß gemacht. Was war euer Highlight? Genau. Gerne unten reinschreiben. Wenn ihr was nachmacht, könnt ihr das natürlich auch gerne bei Instagram verlinken. Sonst abonnieren, Glocke aktivieren und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.